Das Ziel vom Talent Campus ist es, bestmögliche Bildungschancen für möglichst viele Kinder zu ermöglichen, egal welcher sozialen Herkunft. Also beim Talent Campus haben wir Videos gedreht über Wahlen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben auch sehr viel geübt dafür. Und da haben wir eben das Medium Film für uns entdeckt, in dem man einfach die Teilnehmer begeistern kann. Und das war eben so unser Mittel, politische Bildung den Kindern näher zu bringen. Und das ist uns eben gelungen, indem wir eine Nachrichtenshow erstellt haben mit Moderatoren, die dann wiederum an Außenreporter geschaltet haben und durch das Thema, wie funktioniert eine Wahl, durchgeführt haben. Als erstes war ich also so zu Hause, dann ist Hamza so zu mir gekommen. Da wusste ich noch nicht, dass ich so spreche, aber da meinte er wie so, Hadi, du bist Sprecher geworden. Da meinte ich so, was? War als erstes so gestaunt. Da meinte ich, er will mich so veräppeln, also so pranken. Dann hat er geschwört, da meinte ich, was? Da war ich so aufgeregt und nervös. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir alle Politik und Demokratie besser verstehen, weil manche wussten ja vorher noch gar nicht, was das ist. Ich fand es halt auch sehr interessant, mal für ein paar Tage in die Rolle einer Bürgermeisterin zu schlüpfen und dann halt zu schauen, was die alles so macht. Beim Talent Campus habe ich gelernt, dass was Politik ist. Beim Thema Bürgermeisterwahl fand ich halt spannend, was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin halt alles tut und wie sie oder er es halt macht und ja, was man dann halt alles für Aufgaben als Bürgermeister hat. Beim Talent Campus habe ich gelernt, also so das Drehen, wie das immer so ist, als Nachrichtensprecher und so Filmmacher. Ich habe auch gelernt, wie Demokratie und Politik funktioniert, also dass man demokratisch abstimmt. Es ist eine bundesweite Auszeichnung, es ist eine Bestätigung für uns, für die Kinder, für das Nachbarschaftsheim, für die Volkshochschule und klasse. Als ich gehört habe, dass wir einen Preis gewinnen, war ich als erstes so wow, einfach das Gefühl wow. Also wir sind in der Planung, Neukölln News Teil 3 zu drehen. Wie, wann und welches Thema sind wir noch am Überlegen, aber wir haben es vor.